Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harvest Moon, deine Tierparade. Wisst ihr, was geil ist? Ich habe mich doch den ganzen Sommer lang gefragt, was die eine Melodiezeile ist, die mich an irgendwas erinnert. Das ging so... Ja, und das ist mir einfach aufgefallen, das fand ich richtig nice. Es gab doch damals den Song I Love It von Icona Pop, hieß glaube ich die Band. Und da war eine Zeile, die klang so. Und jetzt freue ich mich, dass ich das wieder rausgekriegt habe, weil letztens lief das zufällig in der Werbung auf TikTok oder so. Hier wird gleich das Erdfest für eröffnet. Wir haben Gemüse, Früchte und Blumenwettbewerbe und noch mehr. Genießt auch den munteren Kochwettbewerb. Ja, der muntere Kochwettbewerb wird wahrscheinlich richtig scheiße laufen, aber hey. Zumindest können wir mit Ilka sprechen, ist doch schön. Oh, darf ich das wirklich haben? Vielen Dank. Jetzt frage ich mich bloß, ob wir direkt bei den Kochfesten und sowas mitmachen können oder ob er wieder sagt, ja, komm um 10 wieder. Ach, es ist ja schon um 10. Ja gut, dann never mind. Für den heutigen Wettbewerb haben wir unser bestes Gemüse und Gerichte daraus bereitet. Unabhängig vom Ergebnis, dabei sein ist alles. Ja, ich glaube, ich habe den Shit aber eingepackt. Genau, die edle Paprika habe ich dabei. Was gibt's denn hier eigentlich Feines? Kann ich irgendwas kaufen? Auberginen, die famos sind. Damit werde ich doch aber nicht mitmachen. Ich werde natürlich mit den geilsten Sachen mitmachen. Hier ist Claire. Ruth, was hast du so im Angebot? Famoser Salz, famoser Zucker, Maismehl, Kaffeepulver. Wenn das nicht so teuer wäre, würde ich sogar sagen, Junge, da kann man ja richtig mal einkaufen gehen. Aber nein. Gelbes, rotes Parfüm, bla bla. Ja, ich brauche keine Rezepte, das kriege ich so hin. Was gibt's denn bei dir? Scheinbar so... Ah, Eintopf, Süßkartoffel-Eintopf, Gemüsesalat. Ist das das Teuerste, was man kaufen kann? Nee, die Erdbeermarmelade ist noch geiler. Kann ich mit der Erdbeermarmelade vielleicht teilnehmen bei diesem Scheißwettbewerb? Das interessiert mich jetzt. Weil sonst hätte ich gesagt, könnte man mit dem Gemüsesalat teilnehmen. Ach, wisst ihr was, wir scheißen auf den Kochwettbewerb. Hey, Hamminger. Guten Morgen. Heute wird es viele Wettbewerbe geben, Lust mitzumachen. Lass uns teilhaben an dem, was dir dieses Jahr beschert hat oder so. Wir wollen teilnehmen am Gemüsewettbewerb. Ich möchte, dass du mir dein schönstes Gemüse mitbringst. Okay. Ah ja, willst du mitmachen? Lass uns teilhaben, bla bla. Ja, und zwar am Gemüsewettbewerb. Den Gemüsewettbewerb gewinnt die Person, die das frischeste und sauberste Gemüse vorzeigt. Es ist wichtig, sich jeden Tag darum zu kümmern. Also habe ich diese edle Paprika umsonst mitgenommen oder das Paprika in Obst? Aber ich habe doch jetzt extra das aufgehoben, damit ich damit teilnehmen kann. Hä? Wartet mal, jetzt muss ich überlegen hier. Ja, frischeste Gemüse. Es ist wichtig, sich jeden Tag darum zu kümmern. Also ich hätte wahrscheinlich das so mitmachen müssen. Nani. Obstwettbewerb. Das reifeste und süßeste, die reifeste und süßeste Frucht. Ich guck mal, ob Paprika eine Frucht ist. Dann machen wir nämlich beim Obstwettbewerb mit. Das können wir nicht akzeptieren. Okay, also ich kann mit nichts teilnehmen, oder was? Ja, vielen Dank für nichts. Kann ich vielleicht mit dem Spinat wenigstens teilnehmen? Möchtest du mitmachen? Teilnehmen. Kochwettbewerb. Okay, zumindest das ging. Schön. Der Kochwettbewerb beginnt jetzt. Die Teilnehmer sind Ruth, Colleen, Ilka, Maya, Simon und Teddy. Ja, also Teddy hat irgendwie nur Spinat gekocht, den sie auch immer in ihrer Tasche rum hat. Das so mit rumschleppt, das weiß ich ganz genau, weil sie immer zu Rolf geht damit. Der Gewinner des Kochwettbewerbs ist... Ja, war ja klar. Ilka, herzlichen Glückwunsch. Ruth ist Zweiter, Colleen ist Dritter. Warum ist eigentlich Ilka besser als die, die das Gasthaus führt, ja? 10-mal Honig, 10-mal famoses Salz und 10-mal gut Zucker, okay. Hat mich eh nicht interessiert, ja? Aber warum kann ich denn mit der edlen Paprika nicht bei dem Wettbewerb teilnehmen? Ist ja voll scheiße. Gut, dann gehe ich jetzt nach Hause. Fickt euch alle! Fickt euch! ich weiß gerade gar nicht, ob ich heute schon bei der Hexenprinzessin war. Ich glaube aber, ich habe mich um alles gekümmert. Ich war auf jeden Fall... oh, ich bin gerade echt im Überlegen. Ich kann es gerade wirklich nicht mehr sagen. Ich würde nochmal zum TomTom-Bite gehen. Ich habe nämlich heute den TomTom-Pilz trotzdem geholt.
Und ich glaube, ich war auch noch nicht beim Zauberer. Junge, ich kann es nicht mehr sagen, wirklich. Ich weiß es nicht. Am, 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 Draco, der Rebell. Mein Auge juckt. Wenn wir das jetzt letzte Folge schon gemacht haben, dann tut es mir leid, ja? Aber wenn nicht, dann tut es mir nicht leid. Wir werden es ja ganz schnell sehen, wenn ich jetzt rubbel und noch nichts passiert. Weil wenn das Rubbeln keine Wirkung hat, dann heißt das natürlich, dass ich mich schon um sie gekümmert habe. Bam, bam, dim, dim, dim. Ah ja, wir waren noch nicht bei ihr. Sehr schön. Dann kümmern wir uns wenigstens um sie. Da, 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 da. Nee, das, nein. Warte. Nee, das ist Blaubeerdrink. Ja, das ist Brombeerdrink. Bitteschön. Ah, hi. Das gefällt mir total. Teddy, danke. Achso, jetzt wollte ich gerade rubbeln, aber das haben wir ja schon. Warst du beim Erntefest? Was hast du für einen Platz belegt? Achso, was hat den ersten Platz belegt? Eiscreme? Es interessiert mich eigentlich gar nicht. Okay, sie liebt Eiscreme. Ich merke schon. Also Brombeereis wird wahrscheinlich ihr absolutes Favorite-Gericht von allen Favorite-Gerichten sein, könnte ich mir vorstellen. Wer weiß. Okay, dann würde ich jetzt in die Stadt flitzen. Mit, ich weiß gar nicht, Eunice müsste es sein, oder? Ich glaube, Eunice bringt uns dahin. Eunice aus, Rune Factory Frontier. Da, 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 da. Boah, das muss ich auch noch nachholen, ne? Hui. Ich habe das ja schon mal let's played und ja, das lief nicht so gut. Aber habe ich auch noch mal Bock drauf. Ich glaube, ich habe das sogar gelöscht, weil wir nicht so weit gekommen sind, Chef und ich. Das war so ein Together Harvest Moon Let's Play. Mache ich ja oft mit ihm zusammen. Aber das ist ein Teddy-Only-Projekt. Teddy-Only. Trademark. So, jetzt bin ich ja gespannt, ob hier ein paar Leute noch rumstehen. Ich meine, immerhin ist ja trotzdem ein Festtag. Vielleicht haben die Bock, sich ein bisschen umzugucken auf der Straße. Ja, Linda ist zumindest da. Selina ist da. Heiko ist da. Aber Kati ist nicht da. Ja, finde ich super. Was ist mit Christian? Der dürfte ja dann auch nicht da sein, logischerweise. Ja, okay. Mann, ey, da ist Max. Ich brauche die aber alle gar nicht. Ich bin voll enttäuscht. Ich bin wirklich sehr enttäuscht. Aber hey, wir haben bald Winter. Ich freue mich total auf den Winter. Ach da. Ich dachte schon, wo ist er denn? Bitteschön. Guten Morgen. Oh, das ist wunderschön. Das freut mich wirklich sehr. Das Erntefest. So viele Wettbewerbe. Viel Glück. Da, 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 da. Ah, mir fällt gerade ein, wir können vielleicht zu Julius. Ja. Oder spare ich mir das einfach? Wir haben ja Zeit. Ich lasse Julius einfach. Wir gehen jetzt nach Hause. Und das war's für heute. Ah, ich könnte mir vorstellen, dass Rolf vielleicht noch draußen rumläuft. Und jetzt, da es gleich 11 wird, würde ich gerne mal nach Kati gucken. Vielleicht kommt Kati ja doch raus. Ich bleib gleich hier stehen, dann sehe ich es ja. Komm schon, Kati hier. Ah, Tobi könnten wir vielleicht beschenken. Okay, sie kommt nicht. Aber Tobi steht bestimmt hier rum. Tobi steht ja ganz bestimmt hier rum. Sag ich ja. Habe ich einen Fisch gefangen? Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Nee, scheinbar nicht. Okay, Tobi, ich werde ganz kurz einen Fisch für dich fangen. Bla, bla, bla. Yeah. Keine Ahnung, ist das eine Makrele? Ich erkenne es nie. Eine Sardine, okay. da kann man bestimmt Ölsardinen draus machen mit Olivenöl. Ich glaube auch in einem Garungstopf. Bitteschön, Tobi. Guten Morgen. Oh, vielen Dank, gefällt mir. Ja, ich weiß. Da, 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 da. Ich versuche, ihn zu rubbeln, aber das geht voll schwer. Ah, okay. Es gibt verschiedene Methoden, leckeren Fisch zuzubereiten. Einige davon sind sehr einfach. Wenn man ein paar davon kennt, kann das sehr hilfreich sein. Warte mal, hast du jetzt schon Fersen oder wie? Warte mal. Jetzt bin ich ja verwirrt. Moment. Freunde. Wo ist denn Tobi? Genau, Christian ist ja eigentlich schon fast fertig. Was ist denn hier los? Aber hatten wir das schon das Date mit ihm? Ja, ne? Ja. Also müsste ich einen Liebesbrief bekommen. Habe ich auch schon, oder? 5, ja? Er hat 5 Herzen. Hä?
nice. Aber gut, ich glaube, ich wollte sowieso ein Date mit ihm haben, oder? Und das Problem war das Wetter. Ich habe doch keine Ahnung mehr, was weiß ich. Ich gehe nach Hause. Ja, komm, ich gehe nach Hause. Ich nehme jetzt meine Glocke, die keine Glocke ist, sondern eine Pfeife. Und dann geht's zurück zum Kantatenviertel, ist es. Tschüss. Ja, und morgen würde ich dann gerne mal ein paar Bäume anpflanzen. Das wäre super nice. Ich weiß bloß nicht, ob wir uns so viele leisten können. Kommt drauf an, wie viel wir heute verdienen. Und ich glaube, das ist auch nicht so viel. Aber ich würde zumindest noch die edle Paprika verkaufen. Und morgen kriegen wir auch nochmal Geld. Also könnte ich im Notfall sogar am Tag drauf noch die Bäume pflanzen und kaufen und so. Das Schwein. Oh ja. So, let's go. Ach so, ach ja, okay. Ich denke, wir haben morgen auf jeden Fall genug Geld. Ich habe gar nicht gesehen, dass wir so viel geerntet und verkauft haben. Hä, wie geil. Okay. Da, 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 nimm den Scheiß hier mit. Dankeschön. Freut ihr euch schon auf den Winter, wenn wir jeden Tag in die Mine gehen? Ich nicht. Ich glaube, das wird ganz schön Pain. Aber ich freue mich auf die ganzen Abservierungen. Mhm. Stimmt, ich glaube, Christian wollte ich einfach nur weiter beschenken, damit er dann seine Abservierung so schnell wie möglich bekommt. Und danach haben wir erstmal wieder ein bisschen Puffer, weil mit Tobi wird es noch ein bisschen dauern. Der braucht ja erstmal sein Date. Das kriegen wir auch erst im Winter. Aber es geht gut voran, muss ich sagen. Vielleicht sind wir dann am Ende des Jahres wirklich fertig mit allen Kerlen. Außer halt dem Zauberer. Das dauert, glaube ich, noch ein Stück. Und natürlich auch... Ja, der Erntegott natürlich, ja. Selbstverständlich. Es regnet auf jeden Fall morgen, das weiß ich noch. Und wir gehen jetzt erstmal pennen. Erstmal pennen. Jetzt bin ich so gespannt auf das Geld, Leute. Bestimmt 14.000 oder so kommen. Ja, okay. Oder insgesamt 15.000. Voll geil. Das geht jetzt wirklich schnell. Ich bin so gespannt auf den Winter. Also ich glaube, dass das richtig reinhauen wird. Guten Morgen, Welt. Es regnet ganz doll. Speichere ich? Nein. Ich werde heute noch ein bisschen ernten und ich muss noch mal zählen, wie viele Samen ich für das Baumzeug hier kaufen muss. La, 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 ein Brief von der Brass Bar. Okay. Der Brombeerdrink. Süßer Duft und Geschmack für romantische Nächte. Für Frauen. Und für Männer der Reisdrink. Er ist auf der ganzen Welt beliebt. Perfekt für lange Abende. Ist wahrscheinlich Sake. Nach der Arbeit an einem freien Tag oder wenn du entspannen willst, wir freuen uns auf deinen Besuch. Blabla. Ja. Ich brauche mal kurz meine Hacke. Ich glaube, das ist hier drüben irgendwo. Hacke, Hacke, Hacke. Da. Da, 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 da. Ich gehe jetzt hier rüber. Yeah. Also gut, ich muss kurz gehen. Oh nein, hier wachsen ja schon total viele Unkraut-Dinger. Bam, bam, bam. Ja, genau, so. Bam, bam, bam. Ja. Bam, bam, bam. Müsste ja hier sein. Und hier sein. Dann wieder zwei Felder frei. Eins. Ja, genau, da natürlich. Und dann könnten wir aber am Rand, wenn ich das richtig sehe, könnten wir tatsächlich noch ein bisschen was anpflanzen. Also hier am Rand meine ich, das hier. Die Felder müssten wir auch noch bestellen können. Ist ja richtig geil. Natürlich jetzt nicht mehr heute, aber vielleicht werde ich dann einfach im Winter an den Stellen, an denen es sich anbietet, auch noch ein bisschen was anpflanzen. Keine Ahnung, was man da pflanzen kann. Buchweizen oder so, habe ich glaube ich gesagt. Keine Ahnung, ansonsten Blumen. Da, da, da. Ist eigentlich dumm, dass ich das jetzt mache, aber egal. So, das... Nein, das wollte ich nicht. Vielen Dank für dieses unnötige Abziehen meiner Ausdauer. Sehr gut. Also, wirklich 9 Bäume sind das, oder? 3, 6, 9, ja. 9 Bäume. Dann würde ich einfach sagen, wir machen vielleicht 4 Orangen und... 4 Apfelbäume und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht sogar noch einen ganz anderen Baum anpflanzen wollen. Oh, die eine Karotte wird sterben. Warum ist sie nicht größer geworden? Ich dachte, ich habe alle gepflanzt, gegossen, meine ich. Schade. Das ist natürlich blöd. Oh, ich muss dann dringend die Karotte in meinen Rucksack legen.
Zumindest kriegen wir heute nochmal Geld. Ich bin glücklich. Eine famose Aubergine, yay. La 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 la. Also wahrscheinlich hätte ich dann gestern mit irgendeinem Gemüse antreten müssen oder was, das ich gestern gepflanzt habe. Aber woher weiß das denn das Spiel, dass ich die gerade erst geerntet habe? Vielleicht hat jedes Gemüse noch so eine extra Variable. Naja, egal. Das war's auf jeden Fall mit der Karotte. Die werde ich jetzt wegsicheln. Tut mir leid. Ganz umsonst. Genau, das kann alles weg. Du auch. Das hier und das hier. Und die brauche ich auch nicht mehr. Weg damit. Ah, obwohl... Ich denke schon, dass die drei Drinks reichen. Aber falls sie doch nicht reichen, mache ich es lieber doch so. Okay. Jetzt müssen wir uns wieder um unsere geilen Tiere kümmern. Es wäre schön, wenn mal wieder ein edles Ei dabei wäre, damit ich edle Mayonnaise machen könnte. Aber ist in Ordnung. Bam, 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 bam. Ja, sieht nicht so aus. Famos. Famos. Okay. Falls ihr übrigens Geräusche hört, wir haben alle Fenster aufgemacht, weil es super heiß ist. Ja, wie immer. Ihr kennt das ja. Und Chef spielt hier drüben Ace Attorney. Ich hoffe, dass ihr nicht die ganze Zeit hört, wenn er auf seinen, auf dem Controller rumbasht. Falls doch, tut's mir leid. Dann wisst ihr es jetzt, ja? Dann wisst ihr es jetzt. Halten, yeah. So. Weil ich höre das manchmal echt laut. Da geht's so. Und dann geht's so, ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich kann nicht sagen, wie empfindlich mein Mikrofon ist. Das ist manchmal ultra empfindlich. Und an manchen anderen Tagen hört man gar nichts gefühlt. Da kann jemand aus der, weiß nicht, genau neben mir was sagen. Und man hört es einfach überhaupt nicht. Sehr seltsam. La, la, la. Jetzt mache ich Mayonnaise draus. Yeah. Wenn ich die Eier finde. Ich habe keine Ahnung, wo ich die hingepackt habe. Irgendwo hier vorne wahrscheinlich. Genau. Ah. Famose Mayonnaise. Und nochmal. Yay. So, wir müssen dann wieder in den TomTom-Wald gehen. Hoppala. Ja, und im Winter sollten wir dann auch Kati öfter beschenken können, denn wir werden ja in der Mine rumhängen und ich glaube, da wird ganz schnell 16 Uhr werden. Dann würde ich zur Brass Bar gehen. Bei der Brass Bar können wir dann Kati beschenken und so. Theoretisch auch Marco, aber für den haben wir leider noch nichts in der Tasche, was wir ihm schenken können. Das ist natürlich ein bisschen mies, aber ist okay. Guten Morgen, meine lieben Tiere. Habt ihr alle Hunger? Weil ich glaube, ich habe aus Versehen zu viel reingestellt. Ja, ich glaube, wir müssen bloß zwei Tiere heute füttern. Nämlich dich, Lemmy. Und scheinbar dich, Schmusi. Oh, jetzt rast jemand vorbei. Das hört man bestimmt. Ein fettes Auto. Hui. Guten Morgen, liebe Kühe und Schafe. Habt ihr gut geschlafen? Ich weiß, es ist heute sehr regnerisch. Das mögt ihr nicht so gerne. Aber ich finde eigentlich Regentage aktuell sehr angenehm. Ich weiß, sonst immer der Sommerverfechter schlechthin. Aber ich muss ehrlich sagen, heutzutage, wenn der Sommer so übelst ultra krass heiß ist und ich wirklich dabei sterbe, da würde ich dann doch von mir behaupten, dass ich den Herbst oder so gar nicht mehr so schlecht finde. Aber schauen wir dann Herbst, das werde ich bestimmt sagen. Ich will den Sommer wieder haben. Ja, aber es ist halt der Unterschied, wenn man in einer Dachgeschosswohnung gewohnt, jetzt wohnt und früher nicht in einer gewohnt hat. Da kriegt man schon den Unterschied krass mit, finde ich. So, gucken wir mal, was wir hier bekommen. Oh, gute Milch, yay. Achso, die Milch wollte ich ja auch lagern, oder? War das nicht so? Damit wir dann genug haben für die Erdbeermilch von Linda. Da, 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 da. Eine edle Milch. Daraus machen wir den Käse. Famose Milch wird zu famosem Käse. Ich weiß nicht, aber diese, ich nenne es mal Uhren, die da drauf sind, die sehen aus wie Schneckenaugen. Finde ich voll witzig. Das pack ich weg. Weg. So, weg damit. Damit sind wir fertig. Tschüss, meine lieben Tiere. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen ist dann endlich Winter und bald haben wir Geburtstag. Da müssen wir dann richtig lange warten, damit wir eine Secret Cutscene bekommen. Ich muss überlegen, wann die war. Ab 17 oder 18 Uhr. Ah, ich würde sagen, 18 Uhr ist sicherer.
Ich brauche ganz kurz meine Glocke. Da, ich meine, wie gesagt, eben schon. Wir gehen erstmal zu den Flötenfeldern. Und dort würde ich schauen, ob wir noch schnell Julius erwischen können. Wobei es eigentlich egal ist. Wir gehen ja sowieso bei der Garmone-Mine vorbei.